Ich grüße euch, Freunde der virtuellen Welt, und willkommen zurück zu meinem Metro Last Light Let's Play. Ja, wir wurden ja in der letzten Folge hier von den Nazis gefangen genommen und sind hier schon durch die Zellenblöcke geschlichen. Und wir suchen einen Weg nach draußen. Wir sind jetzt hier schon... Oh mein Gott. Ah, das hat mein Kumpel da zum Glück schon erledigt. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ja, beim letzten Mal waren wir noch in dem Bereich, in dem die Nazis hier alle Leute mit Gas töten konnten, aber den Bereich haben wir jetzt zum Glück durch diese Tür hier hinter uns gelassen. Und wir haben jetzt ja auch endlich mal eine Schusswaffe, schallgedämpft zum Glück, und ja, mal gucken, was uns jetzt hier so erwartet. Lasst uns ein paar Nazis killen, hurra! Unser Kumpel läuft hier oben über die, ja, Rohre. Ja, es sind Rohre. Ich werde ihn jetzt hier nicht einfach erschießen, denn ich wette, hier lungern noch mehr von den Typen rum. Muss ich dich nach vorne wagen? Oh oh. Oh oh. Das war, glaube ich, nicht der richtige Weg. Ha, wieder einen erwischt. Oh, den habe ich zwar erwischt, aber nicht komplett getötet. Mein Junge, sterb! Ja, das hört man noch gerne, dass es jetzt schon alle gewesen sind. Ah. Sehr nice. Wir haben jetzt noch eine neue Waffe, aber ich werde ja erstmal bei der Schallgedämpften bleiben, weil das ist bei so einer mehr oder weniger Schleichmission natürlich praktischer. Also das heißt Schleichmission, es wäre halt besser, wenn wir hier nicht bemerkt werden, denke ich einfach mal. Gucken wir hier, ob ich hier noch schnell was mit... Oh, ob ich hier noch schnell was mitnehmen kann. Aber nein, es sieht nicht so aus. Mutiert, Arme, Beine, Köpfe. Verdammt. Open the door, please. Ach, stimmt. Ich muss ja zu diesem Hebel hier. Hurra, es geht weiter. Natürlich, ich muss dann wieder vorgehen, wie immer. Meine Flucht aus dem Gefängnis der Faschisten könnte mit "Der Feind meines Feindes ist mein Freund" betitelt werden. Der Name des Freundes ist Pavel. Er hat einen Aufklärungstrupp der Roten angeführt, der von den Faschisten ausgelöscht wurde. Ich habe die Kommunisten nie sehr gemocht, aber Pavel verhält sich wie ein echter Held. Na, das wollen wir doch gleich mal sehen. Alles klar? Ach, du bist ertappt. Kein Wunder, dass sie dich zu einem Ranger gemacht haben. Tja. Nur die Harten kommen im Garten, ne? Es ist so verdammt dunkel. Oh, wie es aussieht. Ah, hier ist auch so ein Eintrag. Aber nee, Team Let's Play hier durchzulesen, das ist ja richtig, dauert ja richtig lange. Das ist der richtige Weg? Nee. Security, Platz machen! Oh Mann. Das sind echt viele Nazis. Das sind eine Menge Nazis. Also wenn jetzt einfach was richtig Dummes passiert, dann haben wir echt ein Problem. Aber D6 wurde von
dann sind wir echt richtig aufgeschmissen. Die korrupte Hanse und die gierigen Rotten Herr Sturmbannführer! Was wollen Sie? Scheiße! Ein Ausbruch! Was zum Teufel? Zwei Gefangene haben die Wachen ermordet und sind getötet! Oh mein Gott. Der hat sie doch nicht alle. Der hat sie doch nicht alle. Oh mein Gott. Lauf, Atom. Lauf und dein verficktes Leben. Oh Gott. Spring. Na toll. So viel zu. Oh. Oh Gott! Alter, der Typ hier ist aber echt drauf. Das muss ich ihm lassen. Scheiße, bist du okay? Ja, noch geht's, noch geht's. Das ist fast wie bei Band of Brothers. Ja, Brothers in Arms meine ich. Band of Brothers war ja die Serie. Brothers in Arms, das Spiel. Halte durch, Atom! Halte durch! Nur noch etwas länger! Los, gib Gas, Kollege! Oh ja, die werde ich kalt machen. Na toll, keine Muni mehr! Was? Nein, ich will sie nicht mit Militärpatronen laden. Wir haben das Unmögliche geschafft. Die sind viel zu wertvoll, um sie an Faschisten zu verschwenden. Vermisst wird. Was bedeutet, einzugestehen, dass mein Auftrag gescheitert ist. Aber wenn er unten in der Metro ist, werde ich ihn nicht alleine finden können. Ich muss zur nächsten neutralen Station kommen und dann zur Polis, dem Hauptquartier des Ordens. Pavel wird mir den Weg zeigen. Ah, okay. Sieht so aus, als hätten wir sie abgehängt. Jetzt beeilen wir uns besser, zum Theater zu kommen. Woanders können wir nicht hin, was, Kumpel? Alles klar mit dir, Kumpel. Sehr gut. Diese Rüstung bewirkt Wunder. Scheiße! Eine Sackgasse. Festhalten! Oh! Puh! Endstation, was? Ja, würde ich auch sagen, Endstation. Sag mal, habe ich keine Taschenlampe? Ey, das ist ja richtig abartig. Ich habe echt keine Taschenlampe. Ich habe fast keine Munition mehr, oh mein Gott. Hoppla, ein Rohr. Komm her, Artyom. Gut. Okay, warte hier, während ich mich umschaue. Es ist hier verdammt dunkel. Oh. Ein echter Ninja. Bringen wir ihn zum Wachposten. Und was, wenn dieser Schützer nicht alleine ist? Shit, shit, shit. Tja, wo gehe ich jetzt hin? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was für eine verdammte Scheiße! Eine Kommunistenratte ist in unseren Tunnels gefunden worden. Oh Mann. Um den mache ich mir keine Sorgen. Stimmt. Wer weiß, wie viele von diesen Bastarden sonst noch erwischt. Oh Mann. Wir haben fast keine Munition mehr. Oh Gott. Was tue ich hier bloß? Was mache ich hier nur? Ich bin völlig übergeschnappt. Ah.
Von hier kommen wir. Hier geht's nicht weiter. Liegt hier vielleicht noch irgendwas, was wir gebrauchen können? Oh Mann, ey, das ist ja echt hart. Meine Dreckstaschenlampe, ey, ich muss da eben gucken, wie ich die aufladen kann. Das ist ja gerade wieder richtig nervig. Jo, alles klar. Anscheinend gar nicht so richtig, zumindest finde ich hier jetzt keine... Oh Mann, es ist hier wirklich verdammt dunkel. Was? Oh Gott. Shit. Oh Gott. Jetzt kommen hier schon die Nächsten an, ey. Naja, die werden gleich auch ihr blaues Wunder erleben. Bam! Das ist echt verdammt dunkel hier. Es kotzt mich richtig an, dass meine Taschenlampe keine Batterien mehr hat, ey. Aber naja, müssen wir uns hier wohl unseren Weg freischießen. Alle Huren haben einen Pferdeschwanz. Oh, Kacke. Nein, ein echter Schwanz, aber ein kleiner, wie bei einem Hundewelpen. Die bemerkten das, als sie am Filtrationslager ihre Maße nahmen. Und Mikael hat das nie bemerkt? Oh Mann, jetzt ist es richtig vorbei. Jetzt haben wir nämlich keine Munition mehr. Was für eine Scheiße. Oh Mann. Oh Mann. Okay. Scheiße. Der zweite Wachposten lebt nicht mehr. Alles klar, Ende. Ich würde mir ja gerne einen Kommunisten fangen. Herausfinden, was die Schweine planen. Okay, jetzt haben wir zwar wieder Munition, aber die Waffe hat keinen Schalldämpfer. Das ist echt nicht ideal. Ich würde mal sagen, wir gehen mal hier rein. Oh. Wer ist da? Stirb! Ah, nice. Mit Schalldämpfer. Wir haben nur einen Schuss Muni. Ich hab gehört, man bekommt ein Magazin für jeden getöteten Kommunisten. Egal, das muss reichen. Oh Gott. Das war ein bisschen laut. Ach, was, hat die auch einen Schalldämpfer? Das ist jetzt natürlich... Das ist natürlich richtig gut. Jetzt haben wir nämlich hier wieder ein bisschen Muni. Gute Waffe. Mit Schalldämpfer. So muss das sein. Oh, da unten ist einer. Da sollten wir jetzt nicht einfach so runterspringen. Das wäre richtig ungünstig. Aber ich würde es hier mal unten weitergehen. Oh Gott. Scheiße. Bullshit. Oh Mann, das war jetzt natürlich nicht so geil, dass der hier rumgeballert hat wie so ein Irrer. Wo geht's denn jetzt hier nochmal weiter? Gott, ey, meine Orientierung. Ich glaube hier. Ja. Oh, Licht!
Licht. Ha. So wird das gemacht. Ah, wieder ein neuer Eintrag. Was ist das? Oh, nice. Tja, kleiner Nazi. Und das mit X war wohl nix. Ach ja. So. Da können wir durchkriechen. Hier geht's nicht weiter, dann würde ich mal sagen, kriechen wir da durch! Ah, ich wollte schon immer durch solche kleinen, engen, dreckigen Schächte kriechen mit voller Spinnen und sonstig ekligem Zeug drin. Geiler geht's doch nicht. Pavel wird ziemlich sicher gehängt. Wer weiß, was mit mir passiert wäre, wenn er mich nicht befreit hätte. Rot, blau, gelb. Welchen Unterschied macht das schon? Er hat sein Leben für mich riskiert. So etwas erlebt man in der Metro sonst nicht. Ich kann ihn nicht einfach im Stich lassen. Gute Einstellung, Kollege. Gute Einstellung. Dann wollen wir unseren kommunistischen Freund aus den Fängen der Nazis retten. Artyom! Scheiße! Ich wusste, dass du mich nicht im Stich lassen würdest. Logisch, Kollege. Ich stehe für immer in deiner Schuld. Jetzt bring mich von hier weg, dann führe ich dich in 0, nichts nach Hause. Scheiße, die kommen meinetwegen. Bringe mich zur Schlinge. Viel Glück, mein Freund. Du bist jetzt meine einzige Hoffnung. Tja, immer lastet alles auf uns. Verdammte Kommunistenratte. Scheiß Nazi, lass unseren Freund in Ruhe, du dreckiger Faschist. Jo, ich würde sagen, wir machen unsere kleine Kriechtour hier, setzen unsere kleine Kriechtour im nächsten Teil fort. Und jo, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.